Ja, es ist eine Reihe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern schon im Zoom-Raum. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir mit der Veranstaltung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und im Namen der Thomas-Dehler-Stiftung, dem liberalen Bildungswerk in Bayern, zu unserer Veranstaltung Die Kultur der Ukraine im Fadenkreuz Russlands, Stimmen ukrainischer Autorinnen und Autoren. Es handelt sich um eine Veranstaltung unserer Reihe zu Writers in Prison, Writers in Exile und zum Stand der Meinungsfreiheit weltweit. Wir sind bei der Friedrich-Naumann-Stiftung und bei der Thomas-Dehler-Stiftung sehr froh, dass wir diese Reihe fortsetzen können mit unserem neuen Partner PEN Berlin. Ich möchte gar nicht viel sagen zum Inhalt der Veranstaltung, zu unserem wunderbaren Panel, möchte da noch gar nichts ankündigen. Das wird dann Nina George, unsere Moderatorin, übernehmen. Und ich möchte auch gar nicht eingehen auf die Reihe Writers in Prison, Writers in Exile und auf unseren Partner PEN Berlin. Dazu möchte ich nämlich übergeben an Ralf Nestmeier. Ralf Nestmeier ist Schriftsteller. Er war Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland, war dort Vizepräsident und Writers in Prison Beauftragter. Und bei der Gründung von PEN Berlin im Juni 2022 wurde er in das Board des neu gegründeten Verbands gewählt. Soweit von mir, lieber Ralf, ich übergebe direkt an dich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich, dass wir jetzt diese Veranstaltung fortsetzen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung. Wir hatten ja im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe schon 8 Veranstaltungen zu verschiedenen Themen gehabt, beispielsweise zum Thema Türkei, zum Thema Saudi-Arabien, China, Belarus, Nicaragua oder auch Julian Assange. Und haben also immer wieder auch da die Hintergründe und die Situation im jeweiligen Land beleuchtet. Das Ganze immer beginnend mit einer Lesung aus Texten von Autoren aus dem jeweiligen Land. Und nachdem eben nach den Komplikationen mit Gotha und dass es dann hinterher unter anderem auch zu meinem Rücktritt kam und zur Neugründung von PEN Berlin, bin ich also da sehr glücklich, dass wir das jetzt als PEN Berlin zusammen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung fortsetzen. PEN Berlin ist noch nicht Teil des internationalen PEN. Das wird erst geschehen, hoffentlich am Ende September in Uppsala. Da gibt es einen internationalen PEN-Kongress, wo wir dann hoffentlich zugewählt werden. Da laufen bereits Gespräche etc. Und wir werden auch dann nach Uppsala fahren mit mehreren Mitgliedern des Boards. Ansonsten führt natürlich oder steht PEN Berlin oder genau in der Tradition von PEN International. Also wir führen also auch die gesamten wichtigen Felder und Gebiete fort wie PEN Berlin. Dazu gehört unter anderem eben die Writers in Prison Arbeit, aber auch die Writers in Exile Arbeit. Die werden wir ebenfalls fortsetzen. Da sind wir bereits mit in Gesprächen und es wird morgen, kann ich mal vorab sagen, eine Pressemitteilung auch geben. Wir haben dann eine erste Stipendiatin, die in Berlin leben wird, aber das nehme ich jetzt nicht vorweg. Das gibt es dann morgen per Pressemitteilung an alle. Ein anderer wichtiger Teil der Arbeit ist eben die Writers in Prison Arbeit. Am internationalen PEN, das Writers in Prison Committee, wurde 1960 gegründet, um eben sich zu engagieren und stark zu machen für verfolgte und bedrohte und inhaftierte Autorinnen in allen Ländern dieser Welt. Und seitdem gibt es eben diese Arbeit ganz stark. Wir versuchen da immer wieder mit Rapid Actions und anderen Aktionen auf die Schicksale aufmerksam zu machen. Rapid Action heißt unter anderem, wenn alle verschiedenen PEN-Verbände ihren Fokus richten auf einen ganz bestimmten bedrohten Autor oder eine Autorin und versuchen dann in der Öffentlichkeit an das Schicksal zu erinnern. Das hat dann immer eine ganz größere Wirkung. Weitere Aktionen zum Beispiel ist der internationale Writers in Prison Day. Da stehen immer 5 SchriftstellerInnen im Fokus. Alljährlich am 15. November wird es dann koordiniert und auch das hat eine gewisse oder große Wirkung nach außen, weil eben dann weltweit der Fokus auf diese 5 Schicksale gerichtet wird. Hinzu kommen ganz viele andere Veranstaltungen, Lesungen oder Greetings-Aktionen, dass man koordiniert
motiviert, dass die inhaftierten Autoren Post bekommen von anderen Autoren weltweit, weil das stärkt sozusagen sie selbst, wenn sie merken, dass sie nicht vergessen sind, und hat auch dann eine deutliche Wirkung, aber es ein Signal ist, dass das Ausland sozusagen auch an das Schicksal sich erinnert. Also ein ganzes Spektrum von Veranstaltungen, zu dem eben auch unsere Reihe hier heute Abend gehört, die wie alle anderen Veranstaltungen auch von der Schriftstellerin Nina George moderiert wird. Nina George ist ebenfalls Mitglied von PEN Berlin und zudem ist sie die Präsidentin des European Writers Council und sie wird uns jetzt durch diesen Abend führen und ich reiche an sie weiter. Vielen Dank an Ralf Nestmeier, Schriftstellerboard Member des PEN Berlin. Wir werden später noch mit ihm mehr über die Arbeit des Writers in Prison des PEN International hören. Seit 24. Februar führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Der russischen Armee werden massive Kriegsverbrechen vorgeworfen. Hinrichtung, Folter, Mord, Vergewaltigung. Zudem seien nach ukrainischen Angaben seit Kriegsbeginn mehr als 200.000 Kinder auf russisches Territorium entführt. Nach UN-Angaben flohen 7,7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus dem Land. Innerhalb der Ukraine sind weitere 7 Millionen Menschen auf der Flucht vor Tod, Gewalt und Grausamkeit. Wie ist die derzeitige Lage? Was bedeutet auch die EU-Kandidatur der Ukraine? Wie ist die Situation insbesondere für Schriftstellerinnen und Journalistinnen? Wie steht es um Medienfreiheit, die Buchbranche? Welche Bedeutung haben auch und Wandlung, Sprache und Literatur als Teil wohlmöglich des Kampfes um das Überleben, auch von Kultur und Identität? Darüber sprechen wir heute mit der Schriftstellerin Mariana Rabonenko, mit der politischen Expertin der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Anna Kravchenko, mit dem Schriftsteller Dimitri Kapitelmann und mit dem Autoren und Boardmitglied des PEN Berlin Ralf Nestmeier, der diese Gesprächsreime übrigens entwickelt hat. Guten Abend erstmal zu Ihnen allen. Die, die unser Format kennen, wissen, dass wir zu Beginn stets der Poesie und der Literatur einen eigenen Raum und eine eigene Zeit widmen. Wir schauen auf die Situation der Autorinnen und Autoren auch durch ihre Texte. Danach werden wir traditionell den wichtigen politischen Impuls hören, der uns eine Einordnung verschafft mit Hintergründen und Eckdaten. Schließlich gehen wir noch in die Debatte mit Ihnen vor den Monitoren und mit unseren Gesprächspartnern. Mariana Rabonenko, Sie sind Schriftstellerin, Sie sind Lyrikerin. Sie wurden in Odessa geboren und studierten dort Germanistik. Nach Stationen in Krakau und Dublin leben Sie heute in Deutschland und in Österreich. Und seit Sie 16 sind, schreiben und veröffentlichen Sie auch auf Deutsch. Ihre Gedichte wurden ins Englische übersetzt, Französische, Italienische, Polnische, Türkische. Ihre Romane »Wer ist Martha?« oder »Das letzte Rennen?« oder Der Dorfgescheite, erschienen bei Surkamp und H.C. Beck. Sie wurden mit dem Adelbert von Chamisso-Preis, dem österreichischen Literaturpreis Alpha sowie dem Martha-Saalfeld-Förderpreis ausgezeichnet. Und ich danke Ihnen auf den Knien meines Herzens, dass Sie heute Abend bei uns sind. Guten Abend nach Mainz. Guten Abend. Als der Krieg kam, Mariana, da haben Sie gerade eigentlich an Ihrem Parfum-Roman gearbeitet. Heute hören wir deshalb auch einen Eintrag aus Ihrem Online-Tagebuch bei Facebook, der sich mit Duft beschäftigt, mit Erinnerung und mit Krieg. Doch bevor wir ihn hören, eine Frage. Ihre Mutter und Ihre Großmutter sind immer noch in Odessa. Wie geht es den beiden? Den Umständen entsprechend, wir telefonieren einmal die Woche, ich telefoniere einmal die Woche mit meiner Großmutter. Und sie ist gefasst und hat keine Illusionen mehr. Meine Großmutter ist Jahrgang 32 und kommt aus dem Donbass, aber sie hat keine Angst. Meine Mutter hat auch keine Angst. Und die beiden bleiben in Odessa und ich bin jeden Tag gedanklich bei meinen Damen. Und wir mit Ihnen. Nehmen Sie uns jetzt bitte mit zu dem 58. Tag des Krieges, als Sie Ihren Eintrag notierten, bitte.
Ich weiß nicht, wer der Junge war, der mir vor circa 30 Jahren eine Flasche Eau de Cologne Carlson auf meine Schulbank gestellt hat. Ein Geschenk, das widersprüchliche Gefühle in mir auslöste. Freude und Scham. War Carlson eine Anspielung auf mein rundes Gesicht? Zum Internationalen Tag der Frau wurden wir alle mit einer Kleinigkeit bedacht. Die anderen Mädchen in meiner Klasse fanden Mimosenzweige, Bleistift, Sets und Aufkleber auf ihren Plätzen vor. Niemand außer mir hat diesen Carlson-Flakon mit dem plumpen Plastikdrehverschluss bekommen. Rot vor Freude und Scham saß ich da. Doch wer war mein heimlicher Verehrer? Das Geheimnis wurde nicht gelüftet. Seitdem denke ich hin und wieder an meinen Carlson. Wenn ich in mich hineinhöre, kann ich ihn immer noch deutlich riechen. Es ist ein Duft von sowjetischer Limonade Citron und Karamellbonbons Barbaris. Gleichzeitig rieche, sehe ich den blauen Baumwollstoff meiner alten Schuluniform, das kleine Stück Seife am Waschbecken neben der Tür, den stinkenden Waschlappen im Blecheimer der Putzfrau, den Angstschweiß von A, einem aserbaidschanischen Flüchtling aus Karabach, dessen leise Trauer ein Mysterium war, so groß, dass er selbst den dümmsten von uns so unmöglich war, sich über A's Akzent, Bartflaum etc. lustig zu machen. Widersprüchliche Gefühle empfinde ich auch heute an diesem 58. Tag des Krieges. Moskau gibt bekannt, dass das russische Militär die Strategie korrigiert habe. Nun werde die Kontrolle auch über die gesamte Südukraine zu einem der Ziele erklärt. Kurz darauf schreibt mir meine Mutter in Odessa. Auf meine Bitte hin hat sie eine Frau in Kiew ein Originalfläschchen Carlson abgekauft. Ein alter Traum wird wahr, ausgerechnet jetzt, in diesen Tagen. Wie riecht es denn, möchte ich wissen. Es wäre ein Wunder, wenn die Kopfnoten nach so vielen Jahren nicht gekippt wären. Wunderbar süß nach Karamell riecht es, meint die Mutter. Soll ich ihn dir schicken? Die Post geht immer noch. Ich bestehe darauf, den Duft bei meinem nächsten Besuch zu Hause abzuholen in einer von russischen Faschisten befreiten Ukraine. Es wäre traurig, wenn er beim Versand kaputt ginge. Vielen Dank an Marianna Habonenko. Wir schalten nach Leipzig und zu Dimitri Kapitelmann. Dimam, Sie sind Schriftsteller, Sie sind Journalist. Sie wurden 1986 in Kiew geboren und kamen mit 8 Jahren als sogenannter Kontingentflüchtling mit Ihrer Familie nach Deutschland. Sie studierten Politikwissenschaft, Soziologie, Sie schlossen auch die Deutsche Journalistenschule in München ab. Heute arbeiten Sie als freier Autor und wenn als Journalist dann auch für die Zeit. Ihre Romane »Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters«, mit dem Sie den Klaus-Michael-Kühne-Preis gewannen, und »Eine Formalie in Kiew« sind beide beim Hansa Literaturverlag erschienen. Sie wurden dafür auch ausgezeichnet mit dem Buchpreis »Familienroman« der Stiftung Ravensburger Verlag. Guten Abend und danke, dass Sie bei uns sind. Guten Abend, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir werden heute hören, tatsächlich einen Teil aus einer Formalie in Kiew, auch ein sehr sorgfältig ausgesuchter Teil. Bevor wir es hören, eine Frage. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatten Sie gerade ein Stipendium in Prag für 4 Wochen. Und wie wird in der Tschechischen Republik über den Krieg gegen die Ukraine gesprochen oder debattiert? Naja, also ich kann nur für Prag sprechen und auch nur mit dem Blick von außen. Also ich habe auf einer oberflächlichen Ebene definitiv den Eindruck gehabt, dass es eine größere Solidarität mit der Ukraine gibt, sei es an so oberflächlichen Dingen wie einfach der Anzahl der Fahnen überall an offiziellen Gebäuden, aber auch an privaten Balkonen, an irgendwelchen Tretbütchen. Und es liegt natürlich auch nahe, wenn man die tschechische Geschichte und gerade die Prager Geschichte sieht, dass da
anderes Bewusstsein ist für russische Aggression. Was mich persönlich in der Zeit ein bisschen mehr befasst hat, war der skurrile Zustand, dass es einfach sehr, sehr viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen in der Stadt gab, aber eben auch sehr viele russische Menschen, und zwar also die russische, also demografisch sowieso, die dort sind, aber eben auch russische Familien, die im Urlaub waren. Und das waren dann teilweise schon, das war schon sehr beklemmend, dann so ukrainische Frauen mit ihren Kindern zu sehen, und aus der anderen Richtung kommen halt so russische Männergruppen im Urlaub. Also das war schon ein seltsames Gefühl, das zu erleben. Die Gleichzeitigkeit der Dinge und mitunter die Gleichzeitigkeit der Welten. Ich würde jetzt gerne Sie einladen, aus einer Formalie in Kiew zu hören. Ich würde dazu zwei Sachen sagen. Also die Passage, von der ich lese, ist 2019 entstanden, und da besuche ich unsere alte Wohnung und treffe die neue Mieterin Aksana, die auf dem Markt arbeitet, auf dem Bazar, und mit ihrem Sohn in dieser Wohnung lebt. Und ich habe sie ausgesucht, weil ich diese, also es geht um ukrainische Stimmen, das ist also eher die Stimme einer ukrainischen Frau und nicht um eine Alleinerziehende, nicht unbedingt eines Autoren. Und es ist eben diese historische Zwischenphase, wo alle ein bisschen eingeschlafen sind, diese 8 Jahre Krieg im Donbass, die aber hier anklingen, das finde ich schon sehr wichtig. In meinem Kinderzimmer nebenan liegt immer noch, jegliches Übel der Welt abdämpfend, mein alter Teppich. Grün, golden und ein wenig schwarz, ausgestattet mit allen Ornamenten, die ein Junge zum Wachsen braucht. Und ein neuer Junge auf dem Bett, fernsehend. Naja, Bursche er, bisschen zu haarige Beine für einen Jungen. Ich grüße ihn dennoch lässig wie ein Schüler. Ein Gespräch über die enormen Vorzüge meines Teppichs entspinnt sich nicht, da Vitalik offenbar lieber in Ruhe fernsehen will. Und so sitzen Aksana und ich uns bald mit einem Tee und Keksen im Wohnzimmer gegenüber. Sie auf der Couch, ich auf dem mit gefühlt 6 Decken belegten Sessel. Durch den weißrüschigen Vorhang strömt immer noch milchiges Tageslicht. Aus irgendeinem Grund fällt mir Aksanas kahler rechter Fuß auf. Nicht wegen der rosa lackierten Nägel und auch nicht wegen des weißen Streifens, an den die Sonne durch die Sandalenschnalle nicht rankam. Vielleicht, weil dieser gepflegte Fuß nicht so recht mit dem harten Leben korrespondieren will, von dem Aksana als alleinerziehende Mutter in der Ukraine erzählt. Wobei ich auch keinen Schimmer habe, wie ein mit diesem Lebensweg korrespondierender Fuß aussehen sollte. Mein Blick wandert nach unten zur abgebrochenen Bodenleiste, als wäre dieser poplige Streifen der Beweis dafür, dass es besser ist, in einem eigenen Haus in Deutschland zu leben, als in diesem kümmerlichen Kämmerchen in Kiew. Meine Eltern sind weit gekommen, das muss ich ihnen lassen. Aber wohin genau? Während ich über ihren Weg nachdenke, wird es kurz still. Nur Vitalis Fernsehkrimi ist zu hören. Dieses Mal hatten wir Glück und konnten uns den Weg durch die Gangster freischießen. Aber wenn wir so weitermachen, sind wir nächste Woche tot, Charlie. Geht Vitalik noch zur Schule? Nein, Vitalik ist schon 20 und mit der Schule fertig. Eine Pause entsteht. Die haarigen Beine. Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können. Und Was will er jetzt machen? Gar nichts. Fernsehen. Bevor die nächste unangenehme Mutterstille eintreten kann, frage ich schnell nach Aksanas Meinung zum Komikerpräsidenten. Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht, sagt sie. Irgendwie glaube ich, dass es nicht schlechter werden wird. Wenigstens werden die Leute, die so lange an der Macht waren, jetzt ein wenig aufgeschreckt. In Aksanas Singsang schwingt omnipräsente Selbstverständlichkeit mit, aber die Verärgerung fehlt. Selbst über die alten Eliten spricht sie eher unaufgeregt, als ginge es darum, ein wenig Kohl auf der Datscha rumzupflanzen. Klauen tun alle. Am schlimmsten war es unter Poroschenko. Janukowitsch hat zwar auch gestohlen und gestohlen, aber zumindest hat der auch viel gemacht und die Preise gingen nicht so in die Höhe. Naja,
Andererseits war unter Janukowitsch auch noch kein Krieg, der die Preise steigen ließ, sagt Sanna. Ja, das stimmt wohl. Viele Reiche, die sich die Flucht aus dem Donbass leisten konnten, leben jetzt in Kiew. Da sind die Wohnungen natürlich teurer geworden. Wieder hört man den Fernseher. Was heißt das, du hast den Geldkoffer nicht mehr, Charlie? Musste Vitalik eigentlich an die Front? Vitalik stand auf der Liste. Ja, aber Gott sei Dank waren wir nie zu Hause, wenn die Milizionäre klopften, um den Frontbrief zuzustellen. Wenn sie einem die Einberufung in die Hand drücken, muss man Folge leisten, sonst leiten sie ein Gerichtsverfahren ein. Und wenn wir doch mal zu Hause waren, haben wir uns totgestellt. Allzu begierig, etwas über Deutschland zu erfahren, scheint Aksana nicht zu sein. Ich war noch nie im Ausland, dabei habe ich jetzt extra diesen Zagranichny, diesen hintergrenzigen Pass. Naja, jetzt liegt er seit 9 Jahren rum und läuft nächstes Jahr schon wieder ab. Auf die Krim bin ich früher jeden Sommer gefahren, aber die ist jetzt nicht mehr da. Ach, was war es schön auf der Krim, mit offenem Meer und Bergen und Schlammbädern und Oliven. Die Ukraine ist doch schon ein unglückseliges Land. Jetzt wird sie auch noch in ihre Einzelteile zerrissen. Bei diesem Thema wird Aksana geradezu klein und ängstlich. In die Rückenlehne ihrer Couch sinkend, die Hände unter die Tagesdecke versteckend, als wären sie eines Steinwurfs verdächtig. Nie hätte ich gedacht, dass die Ukraine und Russland mal Krieg gegeneinander führen. Aber die werden schon wissen, warum sie weitermachen. Mittlerweile beginnen die Nachrichten schon gar nicht mehr mit Berichten von der Front. Aber gestorben wird weiter. Vielen Dank für dieses intensive Erlebnis. Dima Kapitelmann, Mariana Gabunenko, wir werden uns weiter gleich noch in der Diskussion unterhalten über Solidarität, über Diskrepanz, auch über die Lage der Autoren und Autorinnen. Aber zuvor werden wir uns und auch den Zuhörenden einen politischen, historischen und gegenwärtigen Überblick verschaffen müssen. Eine Bestandsaufnahme der Situation ist genauso nötig, wie zu umreißen, was die EU-Kandidatur der Ukraine für die Innenpolitik und auch für die dafür nötigen Reformen bedeutet. Ebenso müssen wir wissen, wie die Lage der Medien ist, der Pressefreiheit. Wo steht überhaupt die Opposition und was hat es mit dem Kulturkampf gegen russische Sprache und Literatur auf sich? Dazu wird Anna Kravchenko referieren. Die in Estland geborene Politikwissenschaftlerin arbeitet seit 2012 in der internationalen Entwicklung, so etwa bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Kirgisistan, Moldawien und Deutschland. Sie berät auch die deutsche Bundesregierung zu Fragen der Korruptionsbekämpfung, zu Transparenz, zu Rechenschaftspflichten staatlicher Institutionen in Entwicklungsländern. Heute ist Anna Kravchenko Projektleiterin Ukraine und Belarus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kiew. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Ein Gruß zu Ihnen auch inzwischen nach Tiflis, nach Georgien. Bitte, Frau Kravchenko, nehmen Sie uns von dort aus mit in die Ukraine. Vielen Dank. Wir befinden uns heute beim Tag 145 von diesem großflächigen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und in den letzten Tagen, was in den Nachrichten war und dass ich gehe davon aus, dass viele, alle das mitbekommen haben und ich hoffe, dass alle das auch mitbekommen haben, gab es auch massive Angriffe Russlands auf zivile Ziele, auf Städte in der Ukraine, Vinnytsia, Dnipro. In Vinnytsia sind Kinder ums Leben gekommen. Heute wurden 4 Raketen auf Odessa abgefeuert. Zum Glück gab es keine Opfer. Eine Rakete wurde abgefangen vom Raketenabwehr. 2 sind in Militärstützpunkte oder Militärziele und in eine Brücke reingeflogen. Und ich war in dem Moment, als das passiert ist, war ich in meinem Ukrainischunterricht. Ich nehme Ukrainischunterricht von meiner Lehrerin weiterhin. Sie ist in Odessa und wir mussten in dem Moment
hat sie mir gesagt, oh, es kommt wieder ein Luftalarm, wir müssen leider abbrechen, ich muss mich jetzt verstecken. Weil sie bleibt natürlich nicht in den Raum sitzen und die geht dann einfach in den Flur, wo es keine Fenster gibt und wartet dort ab. Und von dort kann man natürlich keinen Unterricht machen. Und das bekomme ich auch mit Partnern, mit Kollegen, die, mit denen ich täglich im Gesprächen bin, dass wir regelmäßig abbrechen müssen, nicht nur weil Luftalarm kommt, sondern weil es kommen auch Nachrichten, die die Leute einfach unfassbar traurig machen und die dann einfach nicht Business as usual machen können. Die Front hat sich mittlerweile eher auf den Süden und auf Osten der Ukraine bewegt und es sind mehrere sehr wichtige Städte okkupiert in der Ukraine, zum Beispiel zu erwähnen Cherson, Mariupol, Melitopol. Diese Städte sind strategisch extrem wichtig, sowohl für Russland als auch für die Ukraine. Die liegen sehr strategisch an den beiden, an Asowschen Meer und Schwarzen Meer. Und natürlich ist Russland daran interessiert. Das hat auch in ihrer Lesung vorhin Mariana auch schon angesprochen. Sie wollen die Südukraine auch für sich erobern. Und allgemein herrscht da der Eindruck, dass Russland sich gerade neu sortiert oder die Strategie wieder überdenkt und versucht auch Nachschub an Soldaten zu schaffen. Mich beunruhigen Bewegungen in Belarus. Ich habe gestern Berichte gesehen, gelesen. Das sind einfach wirklich begründete Berichte mit Anzahl der Militärflüge. Es werden einfach riesige Maschinen, Militärmaschinen aus Russland nach Belarus hin und her geflogen. Das heißt, es wird irgendwas transportiert, es wird wahrscheinlich Nachschub an irgendwas geliefert. Anders ist es nicht zu erklären und das macht mir persönlich auch große Angst, weil ich habe vor dem Krieg in Kiew gelebt, mein Zuhause ist noch in Kiew, meine Freunde, meine Kollegen sind noch in Kiew. Und solange in Belarus russische Armee stationiert ist, solange der Angriff jedes Mal von Belarus kommen kann, ist ganz Ukraine unsicher. Und da kann auch Kiew kann morgen wieder angegriffen werden, nicht nur mit Raketen, sondern wirklich wieder auf dem Landweg. Und das ist wirklich extrem beunruhigend. Und auch nochmal zur Erinnerung, der Krieg ist da, der ist brutal. Es sterben weiterhin Menschen. Und auch wenn vielleicht ich persönlich vernehme auch so ein bisschen diese Müdigkeit im Westen, dass auch wieder diese traurigen Nachrichten. Und können wir über was anderes reden, zum Beispiel über Energiesicherheit. Energiesicherheit ist auch ein Thema für die Ukraine. Und auch wenn die Nachrichten nicht passen, der Krieg findet weiter statt. Und Stichwort Energiesicherheit, es wird, heute habe ich auch eine Schätzung gelesen, dass im Winter rechnet man in der Ukraine mit weiteren 500.000 Binnenflüchtlingen, die in Richtung Westen gehen, weil das eben in östlicheren oder zentralen Gebieten der Ukraine energietechnisch können die den Winter dort nicht überwintern. Das heißt, und da ist auch, müssen wir die Ukraine unterstützen mit Management von Internally Displaced Persons, weil die werden noch lange nicht zurückgehen können. Viele haben auch kein Zuhause mehr, wo sie zurückgehen können. Ich gehe jetzt kurz auf die EU-Kandidatur ein. Sie haben das vorhin auch schon angesprochen, dass diese Reform enorme Auswirkungen, diese Kandidatur hat enorme Auswirkungen auf ukrainische Politik, vor allem wegen den geforderten Reformen. Und das ist so. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es eine absolut richtige Entscheidung war, Ukraine zum EU-Kandidaten zu machen. Weil das darf nicht auf beiden Seiten ein leeres Versprechen sein. Die EU hat sich jetzt committed, dann Ukraine als Mitglied bei der Erfüllung der Kriterien zuzulassen. Die Ukraine committet sich aber jetzt, diese Reformen umzusetzen. Und viele dieser Reformen sind schon längst fällig. Das sind die Antikorruptionsreformen, das sind Justizreformen. Das ist Deoligarchisierung. Und jetzt kann auch der Präsident Zelensky, der übrigens einfach
unglaublich hohe Zustimmungswerte genießt seit dem Kriegsbeginn. Das war vor dem Kriegsbeginn ganz anders. Sowohl er als seine Partei, seine Präsidentschaft stand wirklich auf der Kippe. Es war wirklich, die Frage war noch offen, wenn er jetzt antritt für die zweite Amtszeit, ob er gewählt wird, das war alles offen. Diese Fragen stehen jetzt nicht, weil Ukraine ist so geschlossen wie noch nie hinter dem Präsidenten und seiner Partei auch, Diener des Volkes. Und jetzt hat er und seine Mehrheit im Parlament, und er hat wirklich eine absolute Mehrheit im Parlament, in der Verkhovna Rada, die können jetzt zeigen, dass sie es wirklich ernst meinen mit Reformen und mit EU-Kandidatur. Und die sind dafür in der Federführung. Gestern ist was in der Ukraine passiert, innenpolitisch. Präsident Zelensky hat die Generalstaatsanwältin suspendiert. Und er hat den Leiter des inländischen Geheimdienstes, SBU, auch suspendiert. Es hieß erstmal, der hat sie gefeuert. Es ist jetzt in der Tat so, da muss jetzt Parlament muss das noch bestätigen. Dann werden die wirklich von ihrem Amt gefeuert. Allgemein wäre das aber nicht seine Zuständigkeit, die Zuständigkeit des Präsidenten. Aber durch das Kriegsrecht wurden seine Kompetenzen von Präsident Zelensky noch erweitert. Die waren der Präsident hat in der Ukraine ziemlich breite Kompetenzen. Die sind jetzt durch den Krieg noch breiter. Das heißt, der Präsident kann vieles alleine entscheiden. Und das hat Vorteile, das hat natürlich auch Nachteile. Und ich hoffe, wenn es um EU-Kandidatur geht, wird das ein Vorteil sein, weil der Präsident natürlich dann alle Reformen durchsetzen könnte. Auch in diesem Sinne würde ich vielleicht über diese Entschlossenheit sprechen. Entschlossenheit im Sinne der Gesellschaft, Entschlossenheit im Sinne der Medien und im Sinne der Opposition. Es herrscht seit dem Kriegsbeginn, wie ich auch gesagt habe, eine große Geschlossenheit und Entschlossenheit bei den Menschen. Man steht hinter dem Präsidenten, man vertraut dem Präsidenten, dass er das Beste für das Land tut. Und mein Eindruck ist, man ist auch da auch bereit, vielleicht die parteipolitische Differenzen zurückzustecken. Das heißt, die Opposition hält sich wirklich zurück seit dem Kriegsbeginn und unterstützt auch den Kurs des Präsidenten und seiner Partei. Die Opposition hält sich an diese Geschlossenheit. So tun es auch die Zivilgesellschaft, so tun es auch die Medien, das heißt, auf der Seite hat man wirklich alle parteipolitische und sonstige Unterschiede einfach liegen lassen. Was aber das für Medien bedeutet, ist, dass alle Nachrichten in der Ukraine werden seit dem Kriegsbeginn in einem einheitlichen Nachrichtenmarathon gezeigt. Das heißt, die Sender haben sich zusammengeschlossen zu einem Konglomerat an Nachrichtensendungen und es wird einfach in einem Sinne, im Sinne der Ukraine berichtet. Es ist aber so, dass viele Sender oder einige Sender wurden zu diesem Fernsehmarathon, diesem Nachrichtenmarathon nicht zugelassen. Und es sind rein zufällig Sender, die meistens im Sinne bestimmter ehemaliger Präsidentschaftskandidaten berichten, wie zum Beispiel Petro Poroschenko, gegen den ermittelt wird, oder Julia Timoschenko. Das heißt, die Opponenten von Zelensky können derzeit ihre Meinung nicht im Fernsehen kundtun. Ihre Sender dürfen nur im Internet ausgestrahlt werden. Und das ist für mich und auch für viele Beobachter keine so gute Entwicklung. Weil Medienfreiheit, es war eigentlich in den letzten Jahren nie ein Thema in der Ukraine, weil in der Ukraine konnte jeder, der eine eigene Meinung hatte, konnte diese Meinung kundtun. Natürlich, viele Fernsehsender gehören zu Oligarchen, die natürlich auch in deren Sinne berichten. Hierzu ist auch was Kurioses letzte Woche passiert, und zwar Rinat Akhmetov. Das ist ein Oligarch, einer der reichsten Menschen der Ukraine. Dem gehören zwei Sender, Ukraina und Ukraina 24. Ich glaube, das sind irgendwie so Nachrichtensender. Und er hat diese Sender an den Staat verschenkt letzte Woche. Der hat alle Rechte und alle die Mitarbeiter durften einfach, der hat gesagt, der möchte diese Rechte nicht mehr haben, der möchte diese Sender nicht mehr haben.
Meines Erachtens hat das vieles mit dem Deoligarchisierungsgesetz zu tun, weil nach diesem auch von der EU geforderten Gesetz, das auch letztes Jahr eigentlich schon beschlossen wurde, gilt als Oligarch jemand, der Medien hat oder der Einfluss über Medien hat. Und ich glaube, jetzt muss Zelensky diese Gesetze umsetzen wegen der EU-Kandidatur. Und da versucht natürlich Achmetow so ein bisschen seine Oligarchenkriterien loszuwerden und eben nicht unter dieses Gesetz zu kommen. Auch dazu gibt es auch gute Entwicklungen. Gestern hat Zelensky auch angekündigt, dass das Antikorruptionsgericht endlich besetzt werden soll. Da läuft ja schon seit einem Jahr ein Wettbewerb und das ist alles, ja, es ist alles nicht so gut gelaufen, wie es laufen sollte. Das ist aber auch eine Forderung der EU, dass dieses Gericht endlich besetzt wird und auch die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruption. Und da sehe ich einfach, dass es vorangeht. Ansonsten ganz kurz zur Sprachfrage. Ich glaube, wir kommen auch später noch im Verlauf dazu. Im Allgemeinen stelle ich aber fest, dass niemand so viel für die Zerstörung oder Minimierung des russischen Einflusses, der russischen Sprache, der russischen Kultur getan hat als Präsident Putin. Weil wir sehen das nicht nur in Ukraine, sondern auch in der ganzen, ich sage ehemaligen Sowjetunion, dass eben Russisch immer verpönter wird als Sprache. Und die Dominanz dieser Sprache ist jetzt passé. Und viele Ukrainer steigen privat auf Ukrainisch um, statt Russisch, weil viele Ukrainer sind ja wirklich gebürtige, also die sprechen Russisch als Muttersprache. Und vor allem im öffentlichen Raum ist es zu sehen, dass einfach niemand mehr in der Öffentlichkeit Russisch spricht, sondern es wird immer Ukrainisch gesprochen und allgemein genießt Ukrainisch ja seit dem Maidan, seit 2014. Es wird immer präsenter, stärker, selbstbewusster und bei diesem Krieg ist es wirklich, die Russifizierung der Ukraine ist endgültig passé und es wird nie zurückgehen aus meiner Sicht. Der Ukrainisch wird zu der gängigen Sprache in der Ukraine. Und man ist stolz darauf, Ukrainisch zu sprechen. Das sieht man bei Menschen, mit Menschen, die man spricht. Wenn ich noch eine Minute Zeit habe, kann ich auch gerne was dazu noch erzählen. Mein Kollege, der kommt selber aus Dnipro. Dnipro ist eine mehrheitlich russischsprachige Stadt. Und er hat mir gesagt, dass er Ukrainisch erst an der Universität in Kiew gelernt hat, weil in seiner Kindheit, in seiner Jugend galten in Dnipro Menschen, die Ukrainisch gesprochen haben, als Siluki, also Dörfler. Nur Leute vom Dorf würden Ukrainisch sprechen und gebildete oder irgendwie so normale Menschen sprechen Russisch. Das wird es nicht mehr geben, obwohl ich natürlich auch weiterhin sage, viele Menschen können auch kein Ukrainisch in der Ukraine, viele vor allem in östlichen Gebieten. Und auch im Süden der Ukraine sprechen nicht alle Menschen Ukrainisch. Ich merke aber, viele lernen, viele versuchen es. Weiterhin im privaten Raum wird aber Russisch gebraucht. Ich selbst bin russische Muttersprachlerin. Ich gebe mir auch natürlich Mühe, Ukrainisch zu sprechen, weil ich das auch sehe bei mir im Team und auch mit unseren Partnern, die früher von sich immer Russisch angeboten haben. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, es wird Ukrainisch oder Englisch gesprochen oder Deutsch, wer das kann. Ja, und auch was interessant ist, die Straßen werden auch jetzt umbenannt in ukrainischen Städten, die zum Beispiel nach russischen Schriftstellern genannt wurden, Puschkinstraße, Turgenevstraße, selbst Gogol, der eigentlich Ukrainer war, selbst er ist so ein bisschen jetzt in Kritik gekommen, auch über seine Darstellung der Ukraine in manchen Stücken. Und die Straßen werden umbenannt und Denkmäler werden auch abmontiert. Also Denkmäler, Puschkin-Denkmal existiert nicht mehr. Und natürlich auch Denkmal für russisch-ukrainische Freundschaft wurde natürlich auch in den ersten Tagen des Krieges abmontiert. Mich persönlich wundert es auch, dass es nach 2014 immer noch da war. Ich würde hier Schluss machen. Vielen lieben Dank. Das war sehr intensiv. Das war auch sehr, sehr präzise. Und wir werden in der Tat heute noch im zweiten Themenblock unserer Diskussion auch auf die Sprache, auf die Wandlung, auf das Schreiben, auf die Literatur und den Buchkampf der Buchbranche noch hinzielen. Ich möchte noch für einen Moment bei der Gegenwart bleiben und lade jetzt alle unsere Podiumsgäste ein, sich
bereit zu machen, ihre Mikrofone und ihre Kameras anzumachen. Aber ich möchte dennoch noch einmal einen Moment bei Ihnen bleiben, Anna. Sie sagten Anfang des Jahres gegenüber des Fokus, die Ukraine sei bereits seit 8 Jahren mit Russland im Krieg. Und ich habe eben auch Dima zugehört, was er uns aus der Tschechischen Republik erzählt hat, eine gewisse höhere Solidarität. Und das Wort Müdigkeit fiel auch schon, wenn man auf Deutschland schaut, auch bitte nicht schon wieder eine schlechte Nachricht. Und da frage ich, haben Europa oder Deutschland die zunehmende Bedrohung seit quasi der völkerrechtswidrigen Annektierung der Krim durch Russland nicht ernst genommen? Es scheint so zu sein, auch in dem Artikel, den Sie gerade zitieren, im Fokus. Da habe ich mich später auch wirklich, ich habe viel auch drüber nachgedacht, weil in diesem Artikel sage ich auch, dass wir nicht mit einer russischen Invasion rechnen. Da waren auch ein paar andere Kollegen von mir in diesem Artikel als Experten gefragt. Und neulich haben wir uns zusammengesetzt, auch hier in Tiflis. Und ich habe gefragt, könnt ihr euch noch dran erinnern, an dieses Fokus-Interview, wie wir das gemacht haben und wie wir uns alle sicher waren, dass der Krieg nicht kommt. Und der ist dann gekommen. Und so ist es vielleicht auch nach 2014 gelaufen, dass man gedacht hat, oh, das war nicht gut. Also die Krim-Annexion, oh, das hat man auch nicht erwartet. Und dieser Krieg. Aber man hat gedacht, das war's. Es wird nicht weiter eskalieren. Das wird sich irgendwie halten. Die Ukraine ist aber seit 8 Jahren im Krieg und wir hatten auch an diesem Samstag, war auch Jahrestag zum 8. Mal vom Abschuss von der malaysischen Boeing, vom Flugzeug über der Ostukraine. Ich glaube, ich kann mich sehr gut an diesen Tag erinnern, weil ich an diesem Tag auch aus Kirgisistan geflogen bin, auch eine ähnliche Strecke, also auch über der Ukraine. Und ich war schockiert von diesen Nachrichten. Und alle waren schockiert, dass ein Passagierflugzeug über der Ostukraine abgeschossen wurde. Alle waren schockiert, auch über den Donbass, was da passiert. Wobei ich habe den Eindruck, dass nicht alle wussten, was wirklich im Donbass passiert. Und ich glaube, man hat einfach sich selbst eingeredet, dass es halt eine einmalige Geschichte war im Westen und das einfach nicht passiert. Und der größte Fehler war, dass man Russland danach weiterhin akzeptiert hat im internationalen Bereich. Die Sanktionen, die bestehen zwar seitdem, aber da sind die Sanktionen, die Russland offensichtlich ziemlich erfolgreich umgehen konnte. Sonst konnte Russland sich diesen Krieg einfach nicht leisten. Und wir haben das einfach im Westen vielleicht verschlafen, dass da wirklich sich was zusammengebaut hat, dass Russland sich stark gemacht hat in der Zeit und wir weggeschaut haben. Das Wegschauen, darum möchte ich in der Tat noch ein bisschen kreisen, ob es so wahrgenommen wurde, auch von unseren beiden SchriftstellerInnen, Marianne und Dima. Marianne, Sie wuchsen ja bis Mitte der 90er Jahre in der Ukraine auf, das heißt ungefähr bis zu Ihrem Teenageralter. Und das war ja ein durchaus nicht immer schmerzfreier Übergang in die Demokratie nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und wie wir auch gerade gehört haben von Anna, das ist ein innerpolitisches Spannungsfeld, was womöglich bis heute noch hineinreicht. Pro-russische, pro-europäische Kräfte, Transparenz, Korruption, antifaschistische Bewegung und dann gleichzeitig auch eine konservative, fast schon oligarchische Nostalgie. Aber was ich mich frage, Marianne, Sie leben in Deutschland, Sie leben in Österreich. Wie haben Sie erlebt, dass Menschen Ihres Umfeldes auf die Ukraine geschaut haben, gesprochen haben? Hat sich das verändert? Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, ich muss gestehen, dass ich selbst all diese Jahre, auf jeden Fall bis 2014, als Schriftstellerin und öffentlicher Mensch tatsächlich zu wenig über meine historische Heimat gesprochen oder geschrieben habe. Und ja, ich wundere mich, wieso das der Fall war. Und es ist, als hätte mein Unterbewusstsein die Narrative des großen Bruders übernommen. Ja, dass die Ukraine ein liebenswertes Land ist im folkloristischen Sinne,
aber kein ernstzunehmendes, bedeutendes Land. Das sehe ich jetzt so. Das war wahrscheinlich eine Form von Gaslighting. Ich gehöre zu den Opfern. Ich habe es geschafft, tatsächlich zu glauben, dass die Ukraine kein ernstzunehmendes Land ist. So ein Land am Rande Russlands. Russland stand meine Gefühlswelt so im Vordergrund, dass der Rest meine Seele überschattet wurde. Mit der Seele meine ich die ukrainische Seele. Und es ist beschämend, auch für mich gerade in dieser Zeit total frustrierend, dass ich so spät und unter diesen tragischen Umständen jetzt überhaupt die Ukraine kennenlernen durfte und lieben gelernt habe. Aber umso mehr, ich habe mir sehr viel angehört, sowohl von Dima als auch von Ihnen. Sie wurden unglaublich häufig gefragt und ich habe mich dann wiederum gefragt, alle sind auf der Suche nach Einordnung, nach Orientierung, auf Fragen wie und jetzt, warum, wie weiter. Und dann bittet man Sie als Schriftstellerin und Schriftsteller in der Hoffnung, dass die Worte für Dinge haben, die oft noch unsagbar sind. Und haben Sie den Eindruck, wenn Sie sprechen, wenn Sie interviewt werden, dass Ihnen, als auch dem ukrainischen Volk, wirklich zugehört wird, die Perspektive verstanden? Ja, es wird einem auf jeden Fall zugehört, aber dann gibt es leider Gottes gleich Ratschläge, überhebliche Natur. Man redet von der zweitstärksten Armee der Welt, von einer Atommacht und dass wir eigentlich keine Chance haben. Und warum habt ihr überhaupt angefangen zu kämpfen? Ich zweifle nicht mehr, aber ich bin dann sofort frustriert und wende mich angewidert ab, wenn diese nach den scheinbar fürsorglichen Mitleidsbekundungen und nach diesem weiteren Blick, den ich wahrnehme, wenn dann diese Ratschläge kommen, bin ich jedes Mal erstaunt, sagen wir mal. Dann heißt es, wir sollen Putin, indem wir uns wehren, auf keinen Fall provozieren, weil der wird uns eine Atombombe auf Kiew werfen und solche Sachen. Also auf jeden Fall werden Ängste auf uns projiziert, die mit uns nichts zu tun haben. Das sind fremde Ängste. Das finde ich fies. Ich bin auch nicht bereit, diese Ängste auszuhalten, weil wir haben wirklich Krieg und wir werden vernichtet und platt gemacht und gebombt jeden Tag. Es ist, als wären wir jetzt verantwortlich für irgendwelche möglichen Konsequenzen unseres Kampfes. Und das darf nicht sein in einer aufgeklärten Gesellschaft, finde ich. Ich sehe Dima mehrfach schon den Kopf, wirst genauso oft gefragt, Einblicke, Erklärungen. Und ich weiß, dass du viel, viel Angst hast, auch um deine Kindheitsfreunde. Und es sind Menschen an der Front, auf der Flucht. Es geht ums Überleben. Und ja, wie kann man das aushalten? Tod, Bedrohung, Blut. Und dann kommen offene Briefe aus Deutschland, in denen mehr oder weniger deutlich gesagt wird, könnt ihr nicht mal irgendwie aufgeben, damit wir unsere Ruhe haben. Ja, da sind wir wieder beim Wegschauen, ne? Ich würde das gerne nochmal aufgreifen. Und zwar mehr so auf der politischen Basis. Also man darf nicht vergessen, dass vielen westlichen Ländern ein fauler Frieden immer noch lieber gewesen ist als ein teurer Krieg, ein aktiver teurer Krieg. Ich beispielhaft, wie sehr hat sich Frank-Walter Steinmeier mit dem Minsker Abkommen gebrüstet, während man weiter Waffen an Russland verkauft hat und Nord Stream 2 weitergebaut hat. Und ich finde gerade jetzt sehr, sehr wichtig zu betonen, dass die Verführung zu einem faulen Frieden sehr groß ist. Ich habe jetzt immer wieder gelesen, dass eine der russischen Strategien sein könnte, jetzt nochmal sehr, sehr aktiv den Osten und den Süden anzugreifen, was auch ein bisschen mit dem korrespondiert, was Anna erzählt hat, um eine möglichst große Okkupation zu konsolidieren und dann vielleicht wieder einige Jahre sich sozusagen diesen Konflikt ein bisschen ruhen zu lassen, neue Kräfte, neue Ressourcen zu bündeln
und dann wieder anzugreifen. Und auch an diesem Punkt wird dem Westen oder westlichen Staaten natürlich lieber sein, dass dieser Konflikt erstmal ruht, dass die Energie gesichert ist, dass nicht mehr mehrere Millionen Menschen auf der Flucht sind. Ich sehe da eine realistische Gefahr, dass das Wegschauen bald wieder passiert. Und zwar genau in dieser Form mit einem politischen Kalkül. Denn also selbst wenn man die Krim aus den Augen verloren hat, gab es den Donbass. Selbst wenn man den Donbass aus den Augen verloren hätte, gab es die russische Rolle in Syrien. Selbst wenn man, was wirklich schwierig ist, den Blick für Syrien verloren hätte, gäbe es immer noch die russische Aktivität für Trump, die Propaganda, immer wieder die Angriffe auf die freiheitlichen Gesellschaften. Also ich vom Vergessen kann nicht die Rede sein. Ich glaube nicht mal vom Wegschauen. Ich glaube, die politischen Verantwortlichen haben das sehr, sehr genau gemonitort, aber es war rationaler oder sogar politisch profitabler, den Status quo hinzunehmen. Was mich persönlich angeht, selbstverständlich war ich vollkommen überfordert damit, jetzt für die Ukraine zu sprechen. Und selbst wenn ich all diese Expertise hätte, wäre ich immer noch emotional überfordert gewesen. Also als ich gesehen habe, dass Kiew beschossen wurde, habe ich ganz bestimmt nicht gedacht, jetzt würde ich gern 15 Interviews geben, sondern ich habe gedacht, ich würde jetzt erstmal gern weinen und nicht in der Öffentlichkeit stehen. Aber natürlich ist das in gewisser Weise unsere Verantwortung als die Menschen, die mit Sprache arbeiten, gerade in solchen Momenten Sprache zu finden. Das ist in gewisser Weise unsere Aufgabe. Und was die Erwartung vom Verstandenwerden angeht, es kommt die Frage, von wem und worin. Also Sie haben ja gerade die Zeit erwähnt, für die ich auch schreibe und für die ich auch über die Ukraine geschrieben habe, für die ich groß und breit mit drei ukrainischen Frauen gesprochen habe, deren Männer und Brüder noch im Krieg stecken. Und ne, wie die, also es war herzzerreißend, was sie mir erzählt haben. Und zwei Ausgaben später kommt halt der nächste offene Brief von sogenannten Intellektuellen, die sagen, hört mal auf, das nervt jetzt langsam, ergibt euch jetzt. Das sind Prozesse oder Widersprüche. Das ist kein echtes Verständnis. Aber es ist eine große Plattform und die Medien sind nun mal in gewisser Weise egoistisch. Die sind auch pluralistisch, was nicht das Schlechteste ist, auch wenn es mich wütend macht. Da erwarte ich kein Verständnis, da erwarte ich nur für mich auch die Möglichkeit, mich zu artikulieren und meinen Teil auszusprechen. Politisch glaube ich, also wie lange hat sich Olaf Scholz dagegen gewehrt, in die Ukraine zu fahren? Und auch mit welchen Worten? Das sei der Sache abträglich. Und also auch das Tempo, in dem die Waffen geliefert wurden, auch das würde ich nicht unter echtem Verständnis einordnen. Was wiederum Verständnis in dem Land selbst und unter den Menschen und der Gesellschaft angeht, habe ich durchaus das Gefühl, dass da eine riesige Hilfsbereitschaft da war und eine riesige Empathie. Also gerade in den ersten Monaten haben ja vor allem Menschen in privaten Haushalten erstmal vier Wände gefunden. Aber zivile Akteure können natürlich nur so und so lang staatliche Aufgaben erfüllen. Und sie können auch nur so und so lang emotional wirklich investiert sein in einen Konflikt, der in einem anderen Land stattfindet. Ich glaube, das ist einfach eine emotionale Wirklichkeit, mit der man auch umgehen lernen muss. Marianne, das Wegschauen einerseits, die Zivilbevölkerung mit Mitgefühl andererseits, der faule Frieden einerseits und ihre Verantwortung womöglich, Worte zu finden. Wie sehen Sie das? Es war viel drin, was jemand zusammengefasst hat. Politik, Menschlichkeit, Empathie, Mangel an Empathie und Verantwortung. Für Sie als Autorin.
Und unmuten Sie sich, genau. Man kann. Hört man mich? Ja, legen Sie los. Ich glaube, man darf nichts fordern, gerade in so einer Zeit ist es auch gefährlich, dauernd als nörgelndes Opfer dazustehen und Vorwürfe zu machen. Empathie ist entweder da oder sie ist nicht da, aber ich glaube, die deutsche Zivilgesellschaft und die Regierenden sollten sich ganz ehrlich fragen, was sie wollen. Jetzt ist eine wichtige Frage, wollen sie in einer aufrechten Wertegemeinschaft leben, solidarisch zusammen miteinander oder mit ihrem kurzfristigen Opportunismus großen Schaden über sich bringen, für Jahrzehnte vielleicht. Ja, das ist eine berechtigte Frage, die jeden Menschen heutzutage beschäftigen sollte, der im Westen in einer warmen Wohnung sitzt. Ja, also ich finde, Frieden sollte und wird sich als Geste und bürgerliche Geisteshaltung etablieren. Ja. Ich möchte gerne Nestmeier mehr einbeziehen, und zwar genau bei diesem Auslöser-Stichwort, was können wir erwarten? Können wir etwas erwarten? Ja, nein. Aber auch, wie könnte praktisches Verständnis aussehen? Weil Solidaritätsadressen allein sind schnell geschrieben. Herr Nestmeier, Sie waren ja nun 4 Jahre lang Writers in Prison Beauftragter des PEN-Zentrum Deutschlands. Innerhalb dessen haben Sie immer wieder den Fokus gelegt auf Autorinnen, Autoren unter Druck. Das Writers in Exile-Programm, was es weltweit in einigen Zentren gibt, bietet pragmatische Hilfe. Aber welche Möglichkeiten haben denn Verbünde, Autorenverbünde, PEN International, andere? Was können wir praktisch tun, um eine kontinuierliche Form von Verständigung und Verstehen der Perspektive auch der Betroffenen, der Opfer, die sterben, wie können wir ihnen helfen? Ja, jetzt was noch was in den Chat gestellt, was ich gerade sagen wollte. Allgemein ist es ja so, dass der Fokus im internationalen PEN natürlich nicht nur auf der Ukraine liegt. Es gibt natürlich ganz viele Länder weltweit, wo die Meinungsfreiheit extrem bedroht ist. Deswegen gibt der internationale PEN immer alljährlich eine Caselist heraus. Das ist der Link, den ich da reingestellt habe, das ist die Caselist für 2021. Da werden all diese Fälle aufgelistet weltweit, wo eben Autoren bedroht sind, im Gefängnis sind etc. Da kriegt man ganz netten Überblick oder guten Überblick. Deswegen habe ich das mal reingestellt gehabt. Darüber hinaus, so in praktischer Hinsicht, ist es natürlich immer wichtig, eben mit Stipendien zu helfen. Es gibt verschiedene Programme, ja in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern gibt es Programme, um Autoren und Künstler zu unterstützen, ihnen eben ein Netzwerk zu bieten und eben auch eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Ganz wichtig ist es manchmal natürlich auch, dass die Autoren Kontakte zu ihren Landsleuten haben. Zum Beispiel, wenn man einen ugandischen Autor hat, dann bringt es jetzt nichts, den in der irgendwo in Nordrhein-Westfalen in der Provinz unterzubringen. Der möchte natürlich in München oder Berlin leben, dort eben, wo viele Landsleute sind, mit denen er im Kontakt steht. Es ist gleichzeitig schwierig, weil natürlich der Wohnungsmarkt in diesen Großstädten natürlich entsprechend angespannt ist. Andere Form ist natürlich auch wichtig, den folgenden Autoren eine Sprache zu geben, ihnen Publikationsmöglichkeiten zu bieten, sie eben einzuladen und ihnen zuzuhören, weil sie haben ja oft ganz unfassbares Leid erfahren und dass sie darüber eben berichten können. Und wir kommen ja, glaube ich, später nochmal auf das Stichwort zurück mit Publikationsmöglichkeiten, was eben ganz wichtig ist, eben auch insbesondere natürlich auch für ukrainische Autoren. Ukrainische Autoren. Unser Kontakt, also vom European Writers Council, das ist maximal volatil. Wir versuchen, den PEN Ukraine zu erreichen. Gerade die männlichen Kollegen sind ja im Land geblieben, zum großen Teil. Seid ihr in Kontakt? Was hört ihr von ihnen? Fühlen sie sich auch genug gesehen? Ich erinnere mich sehr wohl, dass der PEN Ukraine, ich glaube, direkt am 25. Februar sofort auch 3 Forderungen auch sehr, sehr klar artikuliert hat. Wie geht's Ihnen? Was hörst du? Ja, das geht uns natürlich ähnlich wie dir auch. Die Informationsflüsse sind nicht sehr gut oft. Man bekommt irgendwie also nicht schnell Reaktionen.
Ich weiß, dass Denis Yücel in Kontakt steht, zum Beispiel mit André Kurkow. Wir wollten ihn einladen, auch zu einer Veranstaltung nach Berlin, um da nochmal auf die Ukraine aufmerksam zu machen. Aber da ist es momentan natürlich, ist dann oft der Fokus natürlich für die, die in der Ukraine verblieben sind, natürlich ganz stark auch vor Ort gerichtet. Wir versuchen natürlich, da in allen möglichen Bereichen die ukrainischen Kollegen zu unterstützen. Wobei man natürlich dann auch mitbekommen, ist ja schon angesprochen worden, dass es oft gefordert eben wird, nicht nur sozusagen auch konkrete Hilfe, Waffenlieferungen etc. Das war ja auch ein ganz starker Stichwort, haben die beiden Kollegen ja auch gerade gesagt, dass sie finden, dass da viel zu wenig Hilfe kam, viel zu wenig Unterstützung kam von Deutschland. Und wir hatten ja auch im Penn einen großen Streit, als Denis Yücel damals eine Flugverbotszone über die Ukraine forderte. Da sind da ganz andere aufgesprungen und haben ihn deswegen zum Rücktritt aufgefordert, während ukrainische Autoren vollstes Verständnis natürlich für solche Forderungen geäußert haben. Also das, ich finde, auch in meiner Perspektive heraus reicht es nicht, wenn man jetzt irgendwie seine Betroffenheit auf Facebook postet oder irgendwie Aufrufe macht zum Frieden zu jedem Preis etc. Ich meine, die Ukraine braucht konkrete Hilfe und da gehört natürlich auch eine materielle Unterstützung bis hin eben zu Waffenlieferungen dazu. Klare Worte. Die drei Forderungen waren damals direkt am 25. vor allen Dingen der Beitritt zum Entschluss, Russland vom SWIFT-Abkommen auszuschließen, wo sich Olaf Scholz ja auch grauenhaft viel Zeit gelassen hat. Pardon, ich falle hier aus der neutralen Rolle. Shelter Our Sky, das war auch ganz klar, Flugverbotszone, Waffenlieferung gehörte auch dazu und ebenfalls der Boykottaufruf zur russischen Kultur. Der dann wieder für Widerspruch gesorgt hatte, weil natürlich dann bei uns Talando die Meinung war, natürlich der Aggressor heißt Putin und nicht Pushkin. Also das war ja auch diese Debatte. Und ich glaube, dass die ukrainische Pen ja auch wieder Stück für Stück hat sich mit dieser Anfangsforderung etwas wiederum distanziert gehabt. Wir werden dazu auch noch gleich im Themenblock Sprache auch nochmal einen Hintergrund erfahren, woher dieser Aufruf eigentlich kommt. Aber ich möchte unseren ersten kompakten Themenblock. Wie ist die Situation? Wie ist die Informationslage? Wie schauen Menschen auf die Ukraine und wie schauen Menschen in der Ukraine auf Menschen, die auf die Ukraine schauen? Abschließend durch die unkomplizierte Frage an Anna Krawczenko. Wie sollte man sich informieren über die Ukraine, bevor man sich so schnell eine Meinung festlegt und kann Literatur uns dabei helfen? Absolut. Ich glaube, hätte man in der Zeit, also seit 2014, Serhii Jadan gelesen oder eben auch erwähnten Andrei Kurkow, die auch viel über den Krieg in Donbass geschrieben haben, hätte man sich vielleicht auch nicht gewundert über das, was heute passiert. Weil diese Autoren haben in ihren Büchern ganz präzise und detailliert die Gewalt dargestellt, die die Ostukraine 2014 und auch später erlebt hat. Wie man sich informieren soll, ukrainische Autoren lesen, ukrainischen Journalisten folgen, entweder die ukrainischen Medien auf Englisch lesen, wer dem Ukrainischen nicht mächtig ist, oder eben viele ukrainische Journalisten sind extrem aktiv auf Twitter. Und ich habe da neulich eine Meinung gehört, dass mir wurde gesagt, ja, aber die Ukrainer drehen doch total durch. Tun sie, haben sie aber wirklich ein Recht und Begründung dazu, durchzudrehen. Und das sollte man wirklich ernst nehmen und man sollte die Bedenken, man sollte die Meinung der Ukrainer ernst nehmen, man sollte mit Ukrainern sprechen und das, was sie einem sagen, wahrnehmen und nicht irgendwelche Narrative, die woanders auch verbreitet werden. Und natürlich auch Geschichtsbücher lesen, Geschichtsbücher, die nicht von Russen geschrieben wurden, sondern von Ukrainern oder von unabhängigen, gut informierten, unumstrittenen Historikern. Ich habe hier auf dem Tisch, habe ich eben schnell geholt aus dem Regal, auch in, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nein, ich habe ja so einen Filter. Jetzt geht's. Genau. Das kann ich empfehlen. Es ist keine leichte Kost. Ich lese das Buch auch schon lange, schon zum dritten Mal, weil ich immer wieder was vergesse und sage, oh, da schaue ich mal nach. Aber die russischen oder die russisch dominierten Geschichtsbücher sind auch dafür bekannt, dass da bestimmte Fakten anders dargestellt werden. Ich kenne das auch aus Estland, wo ich aufgewachsen, wo ich zur Schule gegangen bin, dass die Darstellung der Geschehnisse, zum Beispiel rund um
um den, wie es in den estnischen Schulbüchern hieß es, um den Anschluss und um die Besetzung durch die Sowjetunion ging. Und in den russischsprachigen Geschichtsbüchern oder in russischen Geschichtsbüchern war das die freiwillige Beitritt der baltischen Staaten in die Sowjetunion. Und viele dieser Narrative, viele dieser Faktenverdrehungen existieren weiterhin in Russland und die werden auch weiterhin verbreitet, auch bei uns in Europa. Und schon sind wir mittendrin, vielen Dank, beim Thema Sprache. Es wurde viel angesprochen, der im Prinzip der Buchbranchenkrieg, russische Verlage, ukrainische Verlage, was steht über dasselbe, in welchem drin, Sprachverdrehung, äsopische Sprache und Ähnliches. Fangen wir nochmal sozusagen von vorne an. Vorhin hat Frau Kravchenko gesagt, ihr Ukrainischunterricht wurde unterbrochen, da Raketen gen Odessa geschossen wurden. Und bei dem Stichwort Ukrainischunterricht habe ich mich erinnert, Mariana, Sie haben die ukrainische Sprache in einem SWR-Interview bezeichnet als Ton, der gut tut. Und es sei eine weiche und liebevolle Sprache, die Sie auch durch die klassische ukrainische Literatur wohl in der Schule kennengelernt haben. Und eigentlich, und ich versuche es schon den ganzen Abend, möchte ich Ihren Nachnamen ganz deutlich noch mit einem weichen H laut aussprechen, also Haponenko. Denn so wird er eigentlich transliteriert, wenn wir ukrainisch transliterieren. Und jetzt komme ich endlich zur Frage, was bedeutet Ihnen heute die ukrainische Sprache? Ja, vielen Dank für die korrekte Transliteration. Die ukrainische Sprache, ich muss ehrlich sagen, ich beherrsche sie nicht. Ich habe es versäumt, in der Schule habe ich nie aufgepasst. Ich habe es zwar gelernt, Ukrainisch, aber irgendwie nicht zu Ende. Ich werde es natürlich nachholen, wie die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn der Krieg vorbei ist. Und ich werde es natürlich sprechen, wenn ich zu Hause bin, nicht zuletzt, um zu testen, wer vor mir steht. Jemand, der sich die Mühe gegeben hat. Und auch nicht zuletzt, um eine Art Schuld wieder gut zu tun in meine Gefühlswelt. Ich empfinde große Schuld, dass ich es mit der Sprache nicht damals nie ernst genommen habe, dass ich den Faden verloren habe. Und B, um zu, auch, um zu testen, ob es ein Pro-Russe ist oder ein Mitbürger, dem ich vertrauen darf. In dem ukrainischen Unterricht habe ich mich wohl gefühlt. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit und ich saß vor meiner Lehrerin direkt vor ihr und sie hat über mich hinweggeschaut. Es war sehr beruhigend und ich konnte mich entspannen, ich konnte aufatmen. Ich habe die Sprache genossen, weil mein Name wurde anders ausgesprochen. Das war das letzte Mal, wo ich diesen Namen in der korrekten Aussprache auch gehört habe. Nicht Gaponenko, sondern Haponenko oder Haponenko. Und das hat mir richtig gut getan, weil das war irgendwie einerseits nicht ganz ernsthaft, andererseits sehr weich und lieblich und schmeichelhaft auf eine gewisse Art und Weise, als wäre ich eine andere Person. Ich glaube, die Entscheidung, mich richtig transliterieren zu lassen, ist mir nicht schwer gefallen. Also ich habe diese brennende Kirche gesehen vor 3 Wochen. Ich weiß nicht, welcher Ort das war. Und da habe ich mir gedacht, so, wenn mein Name schon bei Wikipedia so geschrieben wird, dann gibt es jemanden, dem es wichtig ist, in so einem Mensch, der Germanist aus Lemberg vielleicht, jemand, der diesen Namen durchforstet, die mit G beginnen und jemand, der darauf hinweist, dass die Ukraine ihre eigene Schrift hat und ihre eigene Laute und dass wir anders sind. Wir sind kein Russland. Und ich lege keinen Wert darauf, dass der Name auch so ausgesprochen wird, wie er geschrieben wird, also wie eine Ukrainer oder eine Ukrainerin aussprechen würde. Aber ich möchte dafür sorgen, dass diese Sichtbarmachung stattfindet. Mit meinem Namen stehe ich dafür. Das ist wirklich ein Neuanfang, oder? Auch? Oder ist das im Moment noch so eine verwundete Zwischenzeit auf der Suche nach einem Neuanfang?
Der Neuanfang hat am 24. Februar stattgefunden. Sein Echo hat mich erst vor kurzem erreicht. Und es ist das Mindeste, was ich als Bürgerin dieses Landes, die ich noch geblieben bin, tun kann, indem ich diesen Fehler korrigiere. Weil ich glaube, seit 2010 müssen alle Nachnamen, die mit G, also alle Ortsnamen, die mit G beginnen, oder ein G drin haben, ist Lateinische so transliteriert werden, dass es ein H ist. Und es ist eigentlich so ein Fehler, der behoben wird, indem der Name jetzt so geschrieben wird, wie wir ihn aussprechen würden. Vielen Dank. Dima, Sie sagten mal, Sie träumen und sprechen auf Russisch und auf Deutsch. Und seit Beginn der russischen Angriffskriege, das hatte Adam uns ja eben auch bestätigt, ist die Frage, ob jemand ukrainisch oder russisch spricht, eine durchaus eher hochpolitische. Es berührt Zonen auch von innerfamiliären Loyalitäten. Wie gehen Sie damit um? Naja, bei mir ist es ein bisschen spiegelverkehrt zu dem eben Gehörten, weil ich mir meinen richtigen Namen von den ukrainischen Behörden erst erkämpfen musste. Und zwar auch gar nicht so leicht. Also ich hieß fast mein ganzes Leben Ramaschkan statt Kavitelmann, weil meine Eltern damals Angst hatten, dass ich einen jüdischen Namen trage, einen jüdischen Nachnamen trage in der Ukraine. Und da ich aber in Deutschland als Ukrainer gelebt habe, durfte ich den nicht einfach so tauschen. Das heißt, das ging erst mit meiner Ausbürgerung. Und meine Familie hat mich auch immer Dima genannt oder eben, wenn ich in Schwierigkeiten war, Dmitri Leonidowitsch. Aber ich war niemals Dmitro, wie es in meinem Pass stand. Und das hat nichts damit zu tun, also für mich nicht, mit dem Staatswesen Ukraine, mit dem Staatswesen Russland, sondern mit dem Namen, den meine Eltern mit dem sie mich genannt haben und dem, den die Behörden mir zugeteilt haben. Das war mein Kontrast. Und mein letzter buchstäblicher, also schriftlicher Kontakt mit der ukrainischen Sprache war auch ein sehr entnervender bei der ukrainischen Botschaft. Ich musste meinen Ausbürgerungsgesuch an Herrn Zelensky, ich bin um 10 zur Botschaft, ich durfte um 18.30 Uhr raus nach sechs Bögen, die ich ausfüllen müsste, fehlerfrei auf Ukrainisch, was ich einfach nicht konnte. Also ich war so weit, selbst nach 3 Jahren Einbürgerungsprozess, ich war so entnervt davon, dass die mein Gesuch, also meine Papiere einfach nicht annehmen wollten, dass ich bereit war, aufzugeben. Und ich war heilfroh, dann so zu heißen, wie ich heiße, mit dem jüdischen Nachnamen und dem Vornamen, bei dem meine Eltern mich nennen und nicht den die Behörden daraus gemacht haben. Eine ganz andere, und mit der russischen Sprache, wir sind ausgewandert, da war ich 8, da bin ich immer, also das war immer die Familiensprache für mich. Ich war dann plötzlich im ostdeutschen Plattenbau vom Nazis umgeben, und wenn ich dann russisch telefoniert habe, dann war das ein Bekenntnis mit meiner, also wenn ich russisch gesprochen habe, dann war das eine Minderheitssprache, dann war das die Sprache unserer Familie, das war mein Schutzraum. Und gleichzeitig auch so eine Art Bekenntnis, auch zu meinem Mut, diese Sprache zu behalten. Dass viele Jahre später in der Gegenwart diese Sprache plötzlich zur Sprache der Täter wird, dass es so Videos aus Bucha gibt und die Täter, die Vergewaltiger und Mörder sprechen Russisch, das ist für mich, das passt mir weder in den Kopf, noch ins Herz. Also dass diese Sprache plötzlich die Sprache des Bösen sein soll, das muss ich noch austarieren. Also dafür habe ich keine Antwort und auch keine richtige Einordnung. Und das natürlich klingt das Ukrainische für mich auch ganz anders. Also erstmal, es klingt die ganze Zeit wieder, es ist ja plötzlich wieder um mich. Ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass die bei so vielen Fahnen der Ukraine in der ganzen Welt hängen würden. Und jetzt führt mir die Sprache vor Augen und vor Ohren einfach die ganzen persönlichen Dramen, die ganzen zerrissenen Familien, die ganzen Tragödien. Und
Auch dafür habe ich, ich kann es ja nicht auflösen, wie auch, wir sind ja mittendrin. Wir sind mittendrin. Ein Kollege von Ihnen, der in der Schweiz lebt, in Moskau geboren ist, sehr früh dann nach Deutschland kam, stellte fest, dass wir, dann spreche ich jetzt aus seinem Munde, dass wir alle miteinander verwandt sind. Es gibt Ukrainer, die russische Verwandte haben, russische, die belarussische, belarussische, die ukrainische Verwandte haben. Und gerade die Sprachfrage wird immer hochsensibler. Anna, wie nehmen Sie das wahr jetzt in Ihrem privaten Umfeld? Ich fühle mich da genauso wie mein Vorredner, wie Dmitri. Es ist auch für mich, war das extrem schwer, mit der russischen Sprache wirklich wahrzunehmen, zu sehen, vor allem nachdem wir diese Bilder aus Bucha gesehen haben. Ich habe viel mit meinen Freunden, ich habe sehr viele russischsprachige Freunde, auch noch in Deutschland, auch für mein Studium. Und man hält auch so ein bisschen immer zusammen, wenn man in seinem Lehrgang, ich habe Politikwissenschaften studiert am Otto-Suhr-Institut in Berlin, und in meinem Jahrgang gab es nur wenige russischsprachige Menschen, und dann kennt man sich, und mit einer bin ich auch seit dem Beginn des Studiums, sind auch 15 Jahre dieses Jahr, sind wir immer noch sehr eng befreundet. Und ich habe mit ihr in diesen Tagen, als der Krieg angefangen hat, habe ich viel mit ihr telefoniert, viel mit ihr gesprochen, wo wir gesagt haben, wie gehen wir damit um, weil uns das alles fertig gemacht hat, dass unsere Sprache zur Tätersprache geworden ist. Ich kenne das, meine Großeltern kommen aus Belarus und ich bin mit den Geschichten des Zweiten Weltkrieges aufgewachsen. Die waren Kinder, Jugendliche im Zweiten Weltkrieg. Und meine Oma konnte zum Beispiel, bei ihr hat Deutsch sehr traumatische irgendwie Gefühle ausgelöst. Sie konnte kein Deutsch hören. Dass ich dann nach Deutschland auswandere, dass dann auch mein Partner Deutscher ist. Sie hat nie was gesagt, aber man konnte sehen, dass es bei ihr was auslöst. Und ich kann mir vorstellen, dass, beziehungsweise ich bin mir sicher, dieses Trauma werden auch viele Ukrainer haben. Dieses Trauma auch der russischen Sprache, viele, die dann auch diese Gewalt wirklich erlebt haben, auch viele Kinder werden dann das auch assoziieren, genauso wie meine Oma das damals mit dem Deutschen assoziiert hat, dann mit dem Russischen. Und vor allem die, die eben Russisch nicht als ihre Muttersprache sprechen, also ukrainische Kinder, die ukrainisch als Muttersprache sprechen. Und ich finde das einfach, ich weiß auch selber nicht, wie ich damit umgehe. Ich bin von anderthalb Monaten hier in Georgien angekommen und hier in Tiflis, wenn man auf die Straße geht, überall an jeder Ecke hängt eine ukrainische Fahne. Also Georgien hat sich extrem mit Ukraine solidarisiert einerseits. Andererseits gab es eine große Welle der Migration aus Russland nach Georgien. Und an meinem ersten Tag in Tbilisi, ich war sehr euphorisch, weil ich hier in Georgien vor 10 Jahren auch gelebt habe und immer wieder hier zurückgekommen bin, viele Freunde. Ich war so froh, dass wir hier erstmal bleiben können, bis wir zurück nach Kiew können. Und da war ich euphorisch und wollte gar nicht nach dem Nachtflug schlafen, bin in die Stadt rein und ich war schockiert, weil ich nur Russisch gehört habe. Das kenne ich aus Georgien nicht, weil in Georgisch, in Tbilisi hört man Georgisch. Und auf einmal spricht jeder Zweite hier Russisch. Gleichzeitig hängen aber überall ukrainische Fahnen. Und das hat mich auch total, es hat mich überrascht. Ich bin kurz stehen geblieben, dachte, wo bin ich? Was passiert gerade? Träume ich? Weil auf einmal ist Georgien Russisch, aber solidarisiert sich auch mit der Ukraine. Und da gibt es auch, hier gibt es große Widersprüche, auch in der georgischen Politik und vor allem in der georgischen Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auch mit dieser Frage, bei dieser Frage auch gespalten. Ich hoffe, dass wir noch die Möglichkeit haben, nochmal auf Zukunftsaussichten und nötige Fragen zu kommen. Aber ich muss jetzt eine sehr sensible Frage stellen, von Schriftstellerin zu Schriftsteller und Schriftstellerin. Kommt ihr überhaupt noch zum Schreiben? André Kirchhoff hat gesagt, er schreibt keine Literatur mehr, er schreibt nur noch über den Krieg.
Wie geht's Ihnen? Wie geht's euch? Mariana, Dima. Ja, ich schreibe ab und zu mal einen Post auf Facebook. Ich weiß, solange dieser Krieg dauert, werde ich nicht zum richtigen literarischen Schreiben kommen, weil ich den Atem angehalten habe. Ich will, dass dieser Wahnsinn aufhört, dass ich meine Gedanken neu sortiere, dass ich mein Leben zusammen wieder zusammenfüge. Das, was von einem alten Leben übrig geblieben ist, falls ich das brauche. Und dann werde ich mit der Reflexion beginnen und ich werde in einer Sprache suchen. Aber das, was es vorher gegeben hat, hat keinen Wert mehr in meinem Herzen. Alles, woran ich geglaubt habe, dass ein friedliches Miteinander möglich ist, dass man Menschen mit der Sprache erreichen kann, ja, die Kraft des Wortes, der Empathie, das alles kann man alles in die Tonne werfen. Das funktioniert nicht. Man sieht das. Es rufen Ukrainer und Ukrainer in Russland an, die Verwandtschaft haben. Und die sagen, was bildet euch ein? Das ist alles Lügen. Glaubt eure Regierung nicht. Ihr werdet nicht gebombt. Stimmt alles nicht, wir sehen uns doch im Fernsehen, alles unwirklich und dabei sprechen wir eine Sprache. Wir sprechen, also vor allem sind wir verwandt. Also die Menschen, die dort anrufen, haben unseren Onkel und unsere Tante in Novosibirsk und es muss alles einfach vernichtend sein, sich sowas anzuhören. Und ja, also ich kann das, was ich vorgehabt habe, kann ich nicht mehr in die Tat umsetzen. Mein altes Romanprojekt ist eigentlich so 50% abgeschlossen, aber ich kann es nicht mehr benutzen, weil diese Welt gibt es nicht mehr und ich kann nicht mehr scherzhaft über dieses Russland schreiben, weil es macht mich wahnsinnige Angst. Es gibt keine Ironien mehr momentan. Ich kann vielleicht etwas ausdrücken, aber da fehlt diese Dimension der Ironie total. Es ist nicht mal lustig, es ist nicht mal gruselig, es ist einfach zum Fürchten, dass wir sie uns antun, dass sie uns bei uns verbrechen. Da hat die Sprache eigentlich, so wie ich sie mir vorgestellt habe, versagt. Ja. Vielen Dank für diese Offenheit, Dima. Ich muss das, glaube ich, zweiteilen. Also dadurch, dass ich journalistisch relativ aktiv bin, also auch aktiv sein muss. Ich kann ja auch nicht einfach sagen, sorry, liebe Leute, ich mache jetzt nichts mehr. Schreibe ich zumindest noch journalistisch, also und auch über andere Dinge als den Krieg. Ich fahre morgen früh nach Pirmasens, weil es die Stadt ist mit den meisten zugelassenen Privat-PKWs, weil ich ein größeres Stück über Autos schreibe und Deutschland und die Energiewende. Ich bin froh, dass ich das machen muss. Es bringt mich auf andere Gedanken, es hält mich aktiv. Das ist auch interessant, ich mache es auch gern. Aber es gibt natürlich Momente, wo ich sage, wen kümmert das? Wer braucht das jetzt? Oder ich erinnere mich noch, wie ich ein längeres Stück für die Zeit schrieb, ganz zu Kriegsbeginn, wo ich so erfassen wollte, was in der osteuropäischen Diaspora in Berlin gerade passiert und wo ich zum sowjetischen Kriegsmahnmal beim Treptower Park gefahren bin und ich war so ganz aktiv und so versunken in die Arbeit und welche Reportagemotive noch, welche Stimmen. Und dann kam so mit einem Schwung so ein richtiger, ja, so ein Verzweiflungsanfall. Ich dachte, was soll das? So, man rennt rum und versucht, die beste Sprache für alle möglichen Dinge zu finden. Und dann kommt halt alle paar Jahrzehnte so ein Irrer und reißt alles mit dem Arsch ein. Aber ich sehe wenig Trost darin, mich in diese Apathie hineinzustürzen. Also was soll an diesem Abgrund sein, was mir oder jemand anderem hilft? Ich glaube auch nicht, dass die Sprache versagt hat. Ich glaube, die Sprache wird
mehr denn je gebraucht, auch die russische. Und allein all die Widersprüche, die wir zuletzt beschrieben haben, die Widersprüche, die wir gerade aus Tiflis gehört haben, ja, dass da das Tiflis plötzlich voller ukrainischer Fahnen ist und sich von Russland entfernt, aber Russisch spricht. Also genau diese Widersprüche in diesen historischen Krisenzeiten, die muss dokumentiert werden. Und zwar nicht nur nüchtern journalistisch, sondern gefüllt mit literarischem Leben und literarischer Sprache. Denn die Menschen, die wir vorher nicht erreicht haben, die Menschen, die wir vorher nicht erreicht haben, die werden wir auch jetzt nicht erreichen. Aber es gibt sehr viele Menschen, die immer noch erreichbar sind, vielleicht sogar noch mehr, die noch mehr Sprache brauchen. Und deswegen würde ich nicht aufhören zu schreiben, auch wenn die Verzweiflung kommt und auch wenn ich auch nicht weiß, welcher dritte Roman, was ist in dieser Welt immer noch meine Stimme, mein Motiv, was kann ich beitragen? Ich weiß das gerade auch nicht. Ich weiß aber, dass ich es weiter will, weil die andere Variante wäre nicht zu schreiben und daran sehe ich auch keinen Trost. Elisabeth H. schrieb uns und euch um 20.22 Uhr. Wir können nur danken und euch zum Durchhalten bitten. Wir tun von hier aus, was wir können. An der Hochschule immer wieder das ansprechen und nach Erleichterung suchen für Ukrainer, die hier in München angekommen sind. Bitte weiterschreiben, ihr seid wichtige Zeitzeugen. Apropos Zeitzeugen. Schon sind wir bei der letzten Fragerunde und haben einiges übersprungen, aber ich bin sehr dankbar für die Umwege und Abwege, die wir gemacht haben. Und bitte um Verzeihung, dass ich selbstverständlich Republik Moldau hätte sagen können in der Ankündigung von Anna Kravchenko. Das war ein Fehler von mir. Eine letzte Frage an alle. Das ist keine einfache Frage, aber ich bin sehr gespannt. Wie müsste die deutsche Außenpolitik und die EU-Politik oder gar wir als Einzelpersonen agieren? Ich würde gerne anfangen mit Ralf Nestmeier, dann Anna Kravchenko, Dima Kapitelmann und das Schlusswort bitte Marjana Aponenko. Ralf. Ja, ich finde, wir sollten weiterhin sozusagen den Druck aufrechterhalten, eben solange Russland die Ukraine oder Teile der Ukraine besetzt hat, muss dieser Druck fortgeführt werden, verstärkt auch im Sport, also sozusagen keine Teilnahme von russischen Nationalmannschaften in irgendeiner Form an Olympiaden, Weltmeisterschaften, sei es Fußball, Handball, also eine Ausgrenzung russischer Sportler auf alle Fälle betreiben, Wirtschaftssanktionen weiterhin aufrechterhalten, auch wenn das für Deutschland, Stichwort Gas, sehr problematisch sein kann. Aber ich denke, man muss einfach da eine klare Grenze ziehen und das auch dauerhaft. Und teilweise müsste man auch zum Beispiel mehr Druck machen auf die Türkei, weil über die Türkei sehr viele Waren nach Russland geliefert werden über diesen Umweg. Also auch da gibt es immer wieder Schlupflöcher. Diese Schlupflöcher müsste man auch schließen. Und natürlich eine Forderung nach einem internationalen Tribunal, logischerweise. Aber das ist natürlich ganz schwer umsetzbar, Herrn Putin irgendwie vor ein Tribunal zu stellen. Wissen wir alle. Vielen Dank. Anna. Ich kann mich vielen anschließen und auch, ich möchte auch bitten oder sagen, wir dürfen auch nicht wegschauen auf das, was in Belarus passiert. Und zwar Belarus spielt eine sehr große Rolle in diesem Krieg und ich finde, darüber wird zu wenig geredet und da wird auch zu wenig Druck auf Belarus ausgeübt, weil ohne Lukaschenko wäre dieser Krieg nicht so, wie der ist. Und ansonsten möchte ich auch unserer Zuschauerin mich anschließen. Wir müssen weiterhin über diesen Krieg reden, jede Plattform nutzen, um einfach aufmerksam zu machen auf das, was passiert und auf das, was nicht passieren darf. Und auch sollen wir weiterhin Ukrainern helfen, Ukrainern, die in Ukraine geblieben sind, aber auch Ukrainern in den Ländern, wo die sind, in zum Beispiel in Deutschland, in meinem Fall in Georgien, weil viele staatliche Hilfen
sind ausgelaufen oder laufen aus. Und viele Ukrainer, die auch gerne geblieben wären, die sich noch nicht bereit fühlen, zurückzukehren, kehren trotzdem zurück, weil sie keine Perspektiven in den Ländern sehen, keine Perspektiven jetzt in Deutschland sehen, weil sie keine Unterstützung erfahren, weil sie einfach schlicht und einfach kein Geld haben, weiterhin in Deutschland zu bleiben. Und da möchte ich einfach auch jeden bitten, schaut euch um. Es gibt sicherlich Ukrainer in eurem Umfeld, die man unterstützen kann, wenn nicht finanziell, dann mit gutem Rat und einfach auch moralisch, mental. Vielen Dank, Dima. Ich finde, Mariana hat eigentlich vorhin sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, dass der Westen und die westlichen Gesellschaften sich fragen müssen, was sie wollen. Wollen sie, dass Gas, die Heizung im Winter sicher ist? Wollen sie, dass der Weizen wieder definitiv ganz schnell floriert, damit aus dem Nahen Osten und Afrika nicht keine Flüchtlinge kommen? Oder wollen sie für die Prinzipien einstehen, dass da ein demokratisches Land angegriffen wurde und da einfach ganze Städte, ein ganzes Land zerstört wird? Diese Frage muss man sich stellen, ob man egoistisch sein will oder aufrecht. Und das führt mich jetzt konkret, da muss ich mich nochmal wiederholen, dazu zu warnen, einen möglichen falschen Frieden jetzt zu akzeptieren, sollte Russland einfach die neuen Gebiete okkupieren und ein paar Jahre ruhig sein. Also zum Beispiel, wenn dann, ich kann mir vorstellen, wenn die Ukraine dann diese Gebiete zurückkämpfen will, dann sagt der Westen, das wollen wir jetzt aber nicht. Wir haben jetzt endlich Ruhe. Und das wäre natürlich fatal, weil dann sind wir in ein paar Jahren an demselben Punkt, an dem wir jetzt sind, wenn nicht sogar noch schlimmer. Vielen Dank, Mariana. Und ich sehe, Sie haben sich transliteriert von G zu H im Zoom. Sehr gut. Das war jemand von Ihrem Team. Ich weiß gar nicht, wie viel das geht, aber das stimmt, das war schon. Ja, ich möchte Dmitri auf jeden Fall recht geben. Es ist fatal, Putin beschwichtigen zu wollen oder davon auszugehen, dass man mit einem faulen Kompromiss irgendeinen Frieden erlangen könnte auf Dauer. Das wird nie im Leben funktionieren, es kann nur noch schlimmer werden. Und ja, also denken Sie an die Ukraine, bleiben Sie solidarisch mit uns und denken Sie auch daran, dass das Wort Freiheit, Volja, dass dieses Wort in unserem Staatswappen drin ist, also in diesem angeblich in dem Dreizack kann es abgelesen werden. Und ja, denken Sie daran, dass unser Kampf, unser Unabhängigkeitskampf ein alter Kampf ist und dementsprechend ist unser Freiheitswille sehr groß und der ist meines Erachtens nicht zu brechen. Was gesehen werden kann, ist, dass Putin und Putins Regierung versucht, uns als Menschen, als Land, als Staat zu brechen, nicht nur physisch zu vernichten, sondern diesen Willen zu brechen. Und ja, also Stalin hat es auch mal versucht, 1932, 1933, mit dieser künstlich herbeigeführten Hungersnot, der viele Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer zum Opfer gefallen sind. Also ich glaube, dieser Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, den wir heutzutage erleben, speist sich nicht zuletzt aus dieser Erinnerung heraus, weil wir wissen, dass man nicht nur physisch stirbt, sondern auch einfach ausradiert werden kann von der Karte der Geschichte, des Gedächtnisses und nicht zuletzt um das Recht zu bestehen auf dieser Karte wird gerade gekämpft. Ja, und es wird erbittert gekämpft, weil es ist ein Überlebenskampf. Also denken Sie einfach daran, dass die Ukraine ein Schlüsselland
für den Wohlstand ist, das stimmt. Also ohne den bei uns günstig produzierten Weizen können große Teile der Weltbevölkerung nicht ernährt werden. Nein, aus diesen pragmatischen, negativen Gründen sollten wir unterstützt werden. Und wenn es wirklich aus wahrer Empathie geschieht, umso besser. Ich danke. Das sagt Marjana Rapunenko. Die heutige Veranstaltung, die Kultur der Ukraine im Fadenkreuz Russlands, war der 8. Teil einer Reihe über Writers in Prison und Writers in Exile und den Stand der Meinungsfreiheit weltweit. Eine Kooperation des PEN Berlin gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Thomas-Dehler-Stiftung. Bisher warfen wir in dieser gemeinsamen Veranstaltungsreihe einen Blick auf Autorinnen und Autoren in Not. Wir analysierten die Meinungsfreiheit in Ländern wie China, der Türkei, Nicaragua, Eritrea sowie den Fall Julian Assange. Zu Gast waren heute die Schriftstellerin Marjana Rapunenko, die politische Expertin der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Anna Kravtschenko, der Schriftsteller Dimitri Kapitelmann und der Autor und Boardmitglied des PEN Berlin Ralf Nestmeier. Gelesen wurde aus Eine Formalie in Kiew, erschien im Hansa Verlag, sowie aus dem persönlichen Online-Tagebuch von Marjana Rapunenko. Mein Name ist Nina George und ich bedanke mich sehr bei unseren Gästen und bei Ihnen vor den Monitoren fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Kommen Sie gut durch diese Nacht.